Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe mich hier nochmal kurz ins Bett geworfen, dass wir den Ausgeruht-Skill wieder haben und nicht im Dunkeln spielen müssen. Und bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, was ich diese Folge mit euch alles Schönes machen möchte. Das überlegen wir uns jetzt einfach mal spontan. Wir haben hier endlich eine coole Kochstelle, die gefällt mir übrigens sehr gut. Das Dach werde ich vielleicht nochmal bearbeiten, aber so an sich finde ich es erstmal sehr schick. Wir haben hier unsere coolen Aussichtspunkte zum Verteidigen, sagen wir es mal so. Was ist denn da hinten? Liegt da noch so viel Harz rum? Irgendwas funkelt da hinten. Sind die Treppen bloß ein bisschen doof gemacht, dass der sich so komisch hochläuft. Das hätte man ein bisschen schöner machen können, aber naja. Wir gucken mal eben kurz, dass wir unseren Honig hier wieder rausholen und schauen mal ins Inventar. Wir müssen unbedingt Inventar leeren. Dann wird das doch jetzt mal fix gemacht. Wir haben Federn. Wir haben eine Trophäe einstecken. Wir haben viel zu viel Holz. Ich packe das jetzt erstmal mit hier in die Truhe. Was haben wir denn hier noch Schönes? Kernholz kommt auch hier oben rein. Harz auch schon wieder viel zu viel. Wir haben hier noch Münzen, wir haben Knochen. Mann, 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 wir sind ja komplett voll. Ist ein paar Tage her, wo ich die letzte Folge aufgenommen hatte. Deswegen habe ich es nicht mehr so komplett in Erinnerung, was wir alles Schönes gemacht haben. Aber ich würde sagen, wir machen uns in der Folge mal auf den Weg wieder in die sumpfigen Gebiete. Denn wir brauchen unbedingt noch mehr Eisen. Oh, hier haben wir noch die Augen, die hatte ich bei Sonstiges drin, ne? Hier oben, ja. Den Rest, na gut, was nehmen wir mal noch mit? Wir haben das beides und ansonsten könnten wir eigentlich noch Himbeeren nehmen. Nicht gerade Honig mitgenommen? Oder war das Inventar so voll, dass er es gar nicht eingesteckt hat? Oder ich habe es schon wieder weggepackt, irgendwo verkehrt. Naja. Wir haben ja hier den neuen Bogen, den müssen wir natürlich ausprobieren und wir müssen auch unbedingt nochmal schnell alles reparieren und dann geht's in die sumpfigen Gebiete rein. Wir nehmen jetzt einfach mal die Himbeeren mit. Packen die Pilze hier rein. Und dann können wir definitiv die Karottensuppe noch nehmen. Wir müssten doch eigentlich auch die Würstchen noch haben. Wir nehmen es einfach mal mit. Ich bin immer so geizig, was das angeht und möchte das nicht benutzen, sondern erst in Extremsituationen, weil kostet ja auch alles viel Rohstoff, aber man muss auch mal ein bisschen verschwenderisch sein. So, schaut mal, wie viel wir jetzt hier kochen können, auch wenn man fast nichts mehr sieht. Wir haben alles gefüllt. Ach cool, dann geht das jetzt auch definitiv mal schneller. Das hätte ich mal viel eher machen müssen. Packen wir das mal mit dort unten hin. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn man den sumpfigen Schlüssel verliert. Wenn man den aus Versehen wegwirft oder keine Ahnung was. Und an der Stelle stirbt, wo man es absolut einfach nicht wiederbekommt. Kann ja durchaus mal passieren. So, nimmt er das jetzt alles mit, ohne dass ich mich verbrenne? Ja, war glaube ich gerade nur Rauchschaden. Gut, dann packen wir das hier hin, das dorthin. Wir futtern uns jetzt erstmal fix das hier rein. Ich habe leider kein Eiktür-Skill mit am Start. Und reparieren wollte ich noch schnell. Einmal das alles und dann nochmal fix an der Schmiede. Und wir können mal ganz schnell noch irgendeine leere Truhe nehmen, nur zum Zwischenspeichern, dass wir den Spaß mal noch wegwerfen. Wir brauchen auch keinen Flug, brauchen das Ding nicht. Den Bauhammer brauchen wir auch nicht. So, dass das Inventar ein bisschen leerer ist. Muss man mal schauen, rein theoretisch könnte ich das doch bestimmt auch so hier benutzen. Ob das wirklich schneller geht, weiß ich nicht, aber wir müssen zumindest nicht immer das Tor wieder auf und zu machen. Was haben wir denn hier? Sind wir mal hier gestorben? Immer noch auf der Karte drauf. Ach stimmt, na klar, am Portal war das, wo der Überfall kam. Jetzt kommt's wieder. Ja, den Kräuling lassen wir in Ruhe. Ach du Scheiße, ich meinte eigentlich den rechts, jetzt kommen die hier aber noch. Aber die können mich gerade erstmal am allerwertesten. Denn wir wollen mal wieder ein bisschen was schaffen. Tut mir leid, dass die Folge erstmal mit Kisten sortieren losging.
aber auch das gehört nun mal dazu. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hat der Kräuling schon losgelassen von uns? Ich glaube ja. Ihr dürft heute alle weiterleben. Ich möchte euch nichts. Sei denn, ihr lauft mir direkt vors Messer, aber ich glaube nicht. Ja, was ist das Ziel in den nächsten Folgen? Definitiv mehr Eisen finden. Wir können aus Eisen eine ganze Menge machen. Weil der nächste Gegner wird der Knochenwanst. Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Die Sache ist, das ist wohl der schwerste Gegner von allen, obwohl es nicht der letzte Boss ist, aber der hat es wohl echt in sich. Ja, pfeiltechnisch geht's. Und wir probieren hier mal den neuen Bogen aus, weil ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Oh, One-Hit. Gegen ein Skelett, das ist natürlich ziemlich cool. Ja, der soll wohl der schwerste Gegner überhaupt sein. Man kann mit Pfeilen keinen Schaden, also ganz, ganz wenig Schaden nur anrichten. Also muss man den auf Nahkampf nehmen und man soll wohl am besten diesen Hirschzertrümmerer oder so einen Streitkolben, so eine zweihändige Waffe halt nehmen. Das ist wohl am effektivsten gegen ihn. Hier oben das Zeug müssen wir auch noch sammeln. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt. Aber wir brauchen das. Für irgendeine Sache, die ich auch nicht mehr weiß. Aber ich habe zumindest gelesen, man soll das sammeln. Da muss man da hochgehen und dran klopfen. Also werden wir das demnächst auch mal tun. Jetzt ist die Frage, ach Mist, jetzt kommt wieder dieses Giftvieh. Knochenwand sieht ungefähr so aus wie das Ding hier, nur in riesig und mit Armen und Gesicht. Aber das werden wir schon noch schnell genug rausfinden. Aber bevor wir uns den stellen, hätte ich halt doch ganz gerne entweder eine bessere Rüstung oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall können wir mit der aktuellen Ausrüstung da noch nicht hin. Also eine Eisenrüstung wäre schon cool. Und den Hirschzertrümmerer haben wir uns ja auch noch nicht gebaut. Überlege ich gerade. Wir waren ja noch nicht durch mit unserem Dungeon hier hinten. Also gehen wir definitiv erstmal wieder in den rein. Versunkene Krypten, da sind wir wieder. Ich habe eigentlich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wir hauen uns jetzt erstmal die Karottensuppe rein, aber lebenstechnisch. Ach nein, die bringt viel Ausdauer. Ausdauerbalken müsste. Ja, der ist gut. Aber lebenstechnisch sieht es echt verkehrt aus. Das heißt, wir müssen mal warten, bis was anderes gleich noch leer geht, damit wir die Würstchen hinterherhauen können. Wir waren, glaube ich, bloß hier drin, ne? Mach jetzt erstmal diesen. Hier hatten wir freigeklopft, genau. Hier liegt noch, eine ganze Menge Bernstein sogar. Ist mir irgendwie zu ruhig gerade hier drin. Hallo. Ah, shit. Oh Gott, gleich zwei. Ach. Das ist halt echt Mist. Nein, wir müssen wieder raus. Es geht nicht anders. Einerseits haben wir nur 68 Leben gehabt. Dann hätte ich doch ganz gerne noch die Würstchen. Wir haben halt nichts mehr, wohinter wir uns verstecken können. Es war das letzte Mal halt cool mit den Schrotthaufen. Dass das da so ein bisschen, naja, nicht gebackt hat, aber ihr wisst, was ich meine. So, die Himbeere geht aus. Das heißt, wir können ein Würstchen reinhauen. Jetzt, schaut mal, wow, der Ausdauerbalken. Ist das geil oder ist das geil? Wir wollten ja, wir müssten uns unbedingt ein besseres Schild machen. Ich probiere das jetzt nochmal, sobald unser Leben sich ein bisschen erholt hat. Probiere ich es gern nochmal, gegen die da unten anzukommen. Wenn das aber nicht klappt, dann müssen wir doch erstmal uns zumindest so ein Bronzeschild machen. Ansonsten ist mir das da unten doch ein bisschen zu heiß. Jetzt halt die Frage, ob die gleich hier vorne stehen, wenn wir reinkommen. Ja, dass wir mit diesem Holzschild noch rumrennen, das ist wirklich, das kannst du keinem erzählen. Tut mir sehr, sehr leid, das habe ich echt ein bisschen vernachlässigt. Aber wir sind halt bisher auch gut durchgekommen, ne? So, Leben müsste gleich komplett voll sein. Warte mal noch ein Sekündchen, genau. Hoffentlich stehen die jetzt nicht gleich vor mir. Ne, sie sind anscheinend zurückgegangen.
Wir waren ja auf der Seite, waren wir schon. Hier hatten wir irgendwas freigeklopft. Ich glaube, dann ging es nicht wirklich weiter, ne? Genau. Das ist kein weiterer Schrott. Nee. Wenn ich mich richtig erinnere, war doch hier sogar ein Spawner gleich. Wenn wir hier gerade durchgehen, dann links, deswegen kommen hier so viele. Aber wir kommen hier nirgendwo anders weiter. Das heißt, wir müssen wohl oder übel hier durch. Ist halt nur die Frage, ob wir zumindest den einen schon mal ein bisschen rausgelockt bekommen. Hier haben wir einen Schrotthaufen. Ah, shit. Denn wir machen auch gut Schaden, ne? Gerade wenn wir durchgehend draufhauen, geht's schon. Und das Ding in Arsch, ja. Oh shit, oh shit, oh shit. 43 Leben bloß noch. Ach, wir müssen wieder raus. Aber wir haben zumindest den Spawner erlegt. Mann, 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 die sind halt aber auch heftig stark, ne? Wir brauchen was Besseres. Wir brauchen ein besseres Schild. Aber wir haben den Spawner kaputt. Ich bin ja schon mal froh, dass die hier nicht mit rausgerannt kommen. Müssen mal wieder ein bisschen Leben generieren lassen. Dann gehen wir nochmal rein. Ja, dann dürften das die letzten beiden sein. Und wenn wir uns nicht ganz doof anstellen, kriegen wir die auch erlegt. Dachte gerade, ich habe hier was gehört. Habe ich den Bauhammer natürlich weggeworfen, weil um an das Glibber zu kommen, müssen wir uns halt so eine kleine Treppe den Baum hochbauen. Aber das können wir dann gern mal in einer der nächsten Folgen erledigen und dann informiere ich mich auch nochmal genau, was wir dafür, also wofür das genau da war. Und da ist noch einer, wenn wir den noch, den machen wir noch in der Zeit. Wahnsinn. Das war zwar auch, glaube ich, hier kritischer Schaden, weil wir ihn von hinten getroffen haben, aber zwei Pfeile, also der Bogen ist echt ziemlich geil. Ich glaube, wir brauchten das Glibber, um den krassesten Bogen zu kriegen. Und zwar heißt er so wie die Typen hier, Troger. Troger Reißzahn oder irgendwie so heißt der. Er leuchtet grün. Und er ist wohl aktuell der stärkste, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als ich den Artikel gelesen habe. Aktuell der stärkste. Keine Ahnung, ob da zwischendurch schon wieder ein Update kam. So, wir trauen uns jetzt. Wir sind voll. Wir können nochmal einen nächsten Schwanz nachwerfen. Ah, wir sind nicht ganz voll. ...43 zieht er uns mit einem Pfeil ab, ne? Das muss man sich erstmal reinziehen. Wo ist denn der? Hier ist der Elite. Shit. Eigentlich war doch eine ganz gute Variante, den schlagen lassen, selber draufhauen. Schlagen lassen, wieder wegrennen, ne? Wir hauen jetzt einfach drauf, scheiß drauf. Ja. Mit 28 Leben, ne? Wenn jetzt hier noch irgendwo ein Pfeil um die Ecke kommt, sind wir völlig am Arsch. Aber wir haben es erstmal überlebt. Ich würde mal noch einen ganz kurzen Augenblick warten, dass wir wieder ein bisschen mehr Leben haben. In der Zeit können wir hier vorne mal... Nee, das waren wir selber. Vorne mal die gelben Pilze sammeln, die hatte ich vor uns gesehen. Es dauert halt auch verdammt lange mit dem Leben. Wir müssten uns mal so ein Met brauen für bessere Gesundheitsregeneration. Die werden hier unten auch angebracht, ansonsten dauert das halt alles Ewigkeiten. Aber zumindest hatte ich hier hinten schon mal den nächsten, genau hier, Schrotthaufen gesehen. Sag jetzt bloß, ich habe die Spitzhacke weggepackt. Ach, ich bin ein Vollidiot. Wir haben eine Trophäe von dem bekommen. Ja, natürlich habe ich die Spitzhacke weggepackt, als würde man die hier nicht brauchen. Naja. Aber zumindest ist das Ding jetzt schon mal leergeräumt hier. Wir haben noch eine Truhe. 10 Eisenschrott. Ja, geil. Eine Kette noch und Giftpfeile. Das war bisher, glaube ich, die beste Truhe, die wir je finden konnten. Also gerade 10 Eisen.
Wusste gar nicht, dass es das auch in Truhen gibt. Geht's hier weiter, oder? Nee, hier ist Schluss. Na, ist doch cool, dann können wir in der nächsten Folge hier wieder her. Mit Hacke holen uns noch das restliche Eisen. Und dann haben wir den ersten Dungeon komplett geleert, also es ging eigentlich. Klar, es war schwerer als die anderen, aber es war jetzt nicht so riesig groß. Der Spawner war halt ein bisschen das Problem. Halt die Frage, ob das so schlau war, den wegzumachen, aber es gibt ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch genügend davon. Ich sag mal, so ein Dungeon mit einem Spawner aufheben ist eigentlich... da war ja ein Schleim. Ist eigentlich nicht doof, wenn man sich später halt irgendwelche Sachen farmen möchte, ne? Beispiel Innereien oder sowas verlieren die ja, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man weiß, wo ein Spawner ist und die ganze Zeit einfach nur dasteht und einen nach dem anderen kaputt prügelt. Aber cool, wir haben es soweit geschafft. Mir fehlt gerade ein bisschen die Musik. Jetzt kommt sie wieder. Man muss es hier immer erst nur sagen. 10 Eisen, das ist doch extremst wertvoll. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Vor allem nicht so viel. Die Kombination mit dem Würstchen und der Karottensuppe ist definitiv Gold wert. Alleine schon, was die Ausdauer anbelangt. Überlegt mal, wir haben jetzt da noch Eiktür. Dann können wir hier aber einmal komplett von hier bis zur anderen Base durchrennen, ohne dass der Ausdauerbalken leer geht. Und der Bogen ist halt auch mega nice, ne? Dass ich mir den erst so spät gemacht habe, ärgert mich ein bisschen. Ich glaube, der hat ja bloß Edelholz und so gekostet. Der hat ja gar kein Eisen gebraucht. Ah! Ja cool, dann hauen wir das Eisen jetzt in den Ofen, lassen das schmelzen. Machen das Inventar noch ein bisschen hübscher. Und können ja dann auch gleich mal noch ein paar Sachen mit auf den Grill werfen und dann machen wir uns wieder auf den Weg zum nächsten Dungeon, weil den habe ich dort schon gesehen. Der ist nicht weit weg. Erstmal wieder in den ersten Dungeon das Eisen holen. Darf ich nicht vergessen. Und unsere Mörlis, schaut mal. Unsere Mörlis sind fertig, cool. Es geht wirklich immer weiter voran. Das freut mich. Umso mehr. Vor allem auch, dass wir hier die zweite Basis gefunden haben. Mit dem geilen Ausblick. Wir müssen uns dann auch mal noch schiffstechnisch ein bisschen unterwegs begeben. Ist eigentlich schade. Ich habe das Ding gebaut und bis auf eine ganz kleine Runde, kann man es ja nicht mal nennen, bis auf ein kleines Stück vor und zurück sind wir damit noch nicht wirklich gesegelt. Aber es gibt halt hier aktuell so viel zu tun. Ich wüsste nicht, wozu wir jetzt hier groß auf die Weltmeere raus sollen. Solange wir hier noch genügend zu tun haben. Deswegen bleibt das erstmal so. Und wenn wir dann genügend Eisen und so gesammelt haben, können wir uns wirklich mal auf den Weg machen. Weil wir sehen es von der Karte. So groß ist sie. Wir haben gerade mal das Stück erkundet, also. Es wird noch einige Folgen davon geben. So, wo hat man das? Hatte ich das bei Früchte mit drin? Keine Ahnung, wir packen es erstmal mit hier rein. Müssen wir jetzt mal ganz schnell noch ein bisschen Inventar wieder leeren. Huch, nicht die Würstchen. Wo ist denn das Leder? Hier ist das Leder. Harz. Achso, wir können erstmal direkt den Schmelzofen anzündeln. Kohle ist drin. Und wir haben ja genau 10 Eisen gefunden, also passt das ja perfekt. Wir haben auch noch eine Kette. Habe ich auch schon mal gelesen, wofür wir die brauchen, weiß ich aber schon wieder nicht mehr. Sind halt aber auch echt viele Informationen im Spiel, viele Sachen, die man wissen muss. Also ist ja schön, es ist halt sehr komplex, aber wenn da mal das ein oder andere in meinem Kopf verloren geht, dann seid bitte nicht böse. So, die Kette haben wir mit rein. Giftpfeile würde ich erstmal sogar vielleicht mitnehmen. Dann haben wir hier noch Stein. Der Stein kann rein, der Stein kann rein. Ich glaube, die gelben Pilze, die wären eigentlich gut zu essen, weil ich glaube, die essen die
unsere Wildschweine nicht. Aber Himbeeren essen sie auf jeden Fall. Also nehmen wir erstmal wieder die gelben Pilze mit. Und die brauchen wir auch zum Kochen, ne? Wir essen Himbeeren. Für die besseren Gerichte brauchen wir die, glaube ich, auch. So, und dann haben wir bloß noch Knochen. Das sieht gut aus. Dann gehen wir hier mal kurz in die Kiste und nehmen natürlich unsere Bronzespitzhacke wieder mit und den Bauhammer. Dann können wir auch mal dieses Glibber abbauen. Und ich würde mal noch schnell den Flug mitnehmen. Wir nehmen uns nochmal die Möhrchen mit raus. Dass wir hier auch gleich wieder ein bisschen anbauen. Und damit machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. 19 Uhr, morgen geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.